vorbei. Das muss man nicht kennen. Wenn Sie in diesem Parlament sitzen. Das ist total lächerlich, Ihre Aktion. Das ist Ihre Ideologie. Nein, das ist nicht meine Ideologie. Es ist der Begriff, für den diese Menschen sich angesprochen fühlen. Wenn Sie diesen Begriff nicht kennen und hier so verpönen mit irgendwie PVQ und was auch immer, dann respektieren Sie diese Menschen nicht. Und genau deshalb, solange es Parteien in diesem Parlament gibt, wie Sie, genau so lange brauchen wir diesen Denkort. Genau deshalb brauchen wir diesen Denkort. Und genau, meine Damen und Herren, ich möchte doch nur eine Sache klarstellen. Niemand hier ist gegen Liebe. Niemand möchte irgendeine sexuelle Minderheit diskriminieren. Aber Sie tun so, als ob jeder Homosexuelle, als ob jeder Angehörige einer sexuellen Minderheit Ihrem spezifischen Weltbild, Ihrer Ideologie von LGBTIQ, welches Kürzelalphabet Sie da auch immer verwenden wollen, ja, welchen Kunstbegriff Sie sozusagen diesen Menschen andienen wollen, ja, um es ganz klarzustellen, es gibt viele Homosexuelle, die sich nicht mit ihrer rot-grünen Ideologie identifizieren, die in Ruhe gelassen werden wollen, die auch kein Denkmal haben möchten, sondern die einfach selbstbestimmt als autonome Bürger in einer freien Gesellschaft leben möchten und dafür nicht ihre subventionierten Ideologieprogramme in Form von irgendwelchen Denkmälern brauchen. Vielen Dank.